Ja, den Irrsinn soll nur einer verkraften, der heutzutage vonstatten geht. Da beten die Emanzen und Homosexuellen von der Regenbogensekte in der katholischen Kirche den Vater-Mutter-Gott an, den die Gabriele Wittek in den 70er Jahren schon angefangen hat zu channeln. Und wer mal bei der Universelles Leben Sekte war, der weiß, was das bedeutet. Wenn die Universellen Leben Sekte sich getroffen hat, dann war das wie in der Kirche. Die haben da auch so in Bänken gesessen und haben vorne auch ein schönes, riesig großes Holzkreuz gehabt. Und das wirkte ja alles sehr christlich. Nur am Eingang, da hatten sie ein Bild hängen. Aus der Bibel, ähnlich wie bei der Sekte hier in den Gärten mit den wilden Tieren, wo dann irgendwie diese Bibelstelle mit den wilden Tieren, die dann da miteinander so lieb sind und vegan sind. Ja, das war deren Leitbild, die wilden, zahmen Tiere. Ja, und dann haben die da zusammengesessen in ihrer Bank, in ihren Bänken. Und da ist aber nicht jemand nach vorne gegangen. Da hat keiner eine Predigt gehalten. Nein, da wurde einfach nur ein Tonband eingeschaltet. Und dann sprach der Gott persönlich zu einem, ja, Gott in Anführungsstrichen, der Geist, der böse Geist, also Satan, und hat dann gesprochen. Ich bin der Ich Bin! Bereicht eure Sünden! Das hat man sich dann anderthalb Stunden reingefahren. Und man hat aber nichts bereut. Also, man hat immer, also zumindest ging es mir so, ich habe dann über meine Sünden nachgedacht, aber ich habe keine gefunden. Weil in der Esoterik ist ja Sünde was Tolles. Also, umso ja, mehr man sich als lichtvoll und gut hinstellt und hintenrum macht man ja dann eigentlich nur Böses. Also man betrügt sich ja die ganze Zeit selber. Aber dieses Geschrei immer, jedes Channeling, immer dieses Geschrei. Also sie hat dann halt eine andere Stimme gehabt, diese Sektenführerin. Und sie hat auch andere Leute gechannelt. Sie hat auch manchmal andere gechannelt, dann hat sie eine andere Stimme gehabt, dann war es vielleicht ein anderer böser Geist oder es war der gleiche böse Geist, der sich dann als anders ausgegeben hat. Aber ich glaube, dieser Vater Muttergott war vielleicht Satan persönlich. Ich bin der Ich Bin! Bereit eure Sünden! Das ist der Vater Muttergott. Und den Vater Muttergott, der ist jetzt in die katholische Kirche eingezogen. Da habe ich sie von der universellen Lebenssekte losgelöst. Und dann sitzt der Vater Mutter Gott in der katholischen Kirche. Oh, das gibt's doch nicht. Der verfolgt mich. Dieser grässliche Vater Mutter Gott. Ja, und die Emanzen denken, sie hätten jetzt irgendwas ganz Tolles gefunden. Und wissen gar nicht, auf wen sie da reinfallen. Und diese universellen Lebenssekte, das ist ja auch so furchtbar. Die gibt es ja in der Kleinmarkthalle. Und da macht ja auch keiner was dagegen. Dass die Leute da auch auf diesen Irrsinn reinfallen. Und im Grunde ist ja die ganze Gesellschaft im Moment davon infiziert. Diese Gutmenschen, von so einer Gutmenschensekte, wie das universelle Leben. Was das für eine Auswirkung hat. Nur ein so eine Frau, die dann anfängt, da einen bösen Geist zu channeln, dem bösen Geist ihren Körper, ihre Stimmbänder zur Verfügung zu stellen und für den dann zu arbeiten. Und es gibt ja massenweise Bücher. In Marktheidenfeld haben die ja gigantische Mengen von Ländereien, also auf ganz bösartige Art und Weise sich da angeeignet. Und
Da haben die eine riesige Bibliothek. Die haben ja Massen von Büchern rausgebracht. Es sind ja Unmengen Bücher. Unmengen Bücher über diesen Vater-Mutter-Gott. Aber wenn man im Internet guckt, also ich habe nichts gefunden über den Vater-Mutter-Gott. Aber in den Büchern und in den Channelings, da ist der Vater-Mutter-Gott. Ja. Die haben ja dann auch Bibeln rausgebracht, wo sie immer so ein Stück Bibel, also abgedruckt haben und dann dazu das Channeling, wo dann dieser Vater-Mutter-Gott eben diese angeblich verfälschten Bibeln korrigiert hat. Und das ist natürlich ungeheuerlich, was da drin steht. Ungeheuerlich, diese Bibeln. Ja, die wissen ja alles besser. Das ist ja genauso wie heutzutage in der katholischen Kirche. Die Imamen wissen ja auch alles besser als Gott. Ja, muss ja jeder machen, wie er denkt. Der liebe Gott gab den Menschen den freien Willen. Da hat er ja ein Anrecht drauf, der Mensch, seinen freien Willen zu benutzen. Und wenn die einen meinen, den Vater-Mutter-Gott anbeten zu müssen, also obwohl ich bei der universellen Lebenssekte war, habe ich aber immer den normalen Gott angebetet. Den Vater-Mutter-Gott anzubeten, würde ich keinem empfehlen. Keinem. Aber jeder muss selber wissen, was er macht. Besser als jede esoterische Meditation ist einfach in der grünen Lunge am Günterswurzpark den Vogelgesang anzuhören. Dieses Vogelgezwitscher, das ist ein Traum. Ich glaube, wenn hier kranke Menschen sich hinsetzen würden und würden einfach nur dem Vogelgesang zuhören, allein das hat eine sehr heilende Wirkung. Und generell, dass man hier wieder wegkommt vom ganzen Wahnsinn. Wahnsinn der Regenbogensekte in unserer Gesellschaft. Hier herrscht noch Natur. Die Vögel sind nicht schwul oder homosexuell. Auch meine Salamander und Molche, die sind alle noch normal. Und auch die Libellen und was es hier so gibt, alles ist hier noch normal. Ohne Labor entstanden, ohne Leihmutterschaft. Hier ist alles noch so, wie der liebe Gott das gemacht hat. Ohne dass der Mensch glaubt, er müsste Gott spielen und wüsste alles besser.